Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute begrüße ich aber auch die Kinder, die Jugendlichen und die Schüler und beginne mit einer Botschaft, die in erster Linie den Schulbetrieb betrifft. Und zwar geht es in der letzten Woche vor den Osterferien genauso weiter wie in der vergangenen Woche. Hier in Kaufbeuren ist also überwiegend Wechselunterricht angesagt. Da, wo der Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern, die 1,5 Meter eingehalten werden kann, ist auch Präsenzunterricht möglich. Das hängt an der sogenannten 7-Tages-Inzidenz. Das ist der Wert, der misst, wie viele neue Testergebnisse in der vergangenen Woche dazugekommen sind. Und dieser Wert liegt in Kaufbeuren aktuell bei 85. Also wir sind unter 100. Das heißt übersetzt übrigens, dass in der vergangenen Woche 37 Fälle dazugekommen sind, 37 Fälle erfasst worden sind an positiven Tests. Und insofern können wir den Schulbetrieb so weiterlaufen lassen. Wir hatten jetzt 4 Wochen keinen Todesfall aus der Kaufbeurer Bevölkerung. Jetzt ist wieder einer dazugekommen. Ein Mensch mit Mitte 80 Jahren ist verstorben. Er hatte Vorerkrankungen. Er hatte diese britische Virusmutation. Das tut uns sehr leid. Beim Robert-Koch-Institut sind jetzt für Kaufbeuren insgesamt 48 Todesfälle vermerkt. Was die Situation im Krankenhaus angeht, da sind auf der Isolierstation 9 Patienten, auf Intensiv 3. Das sind exakt dieselben Werte wie vor einer Woche. Im Impfzentrum wurde trotz dieser AstraZeneca-Aussetzung weiter geimpft. Jetzt ab heute geht es auch wieder mit AstraZeneca weiter, also die Schritte werden größer. Geimpft sind inzwischen mit der Erstimpfung 7.246 Personen, mit der Zweitimpfung 3.827. Man muss bei diesen Zahlen immer berücksichtigen, dass das Impfzentrum nicht nur für Kaufbeuren, sondern auch für das mittlere und nördliche Ostallgäu zuständig ist. Also nicht auf 45.000 Menschen sich diese Zahlen beziehen, sondern ich denke auf rund 100.000 Menschen. Man sieht also daran, denke ich, ganz gut, wo wir derzeit stehen. Sehr gerne hätten wir jetzt ab kommenden Montag weitere Öffnungen ermöglicht. Von der Inzidenz hier in Kaufbeuren wäre es auch möglich gewesen. Ich habe auch versucht, dass wir das bewilligt bekommen. Das hätte die Außengastronomie betroffen. Das hätte auch das Kino zum Beispiel wieder ermöglicht. Leider ist das jetzt durch die Staatsregierung fürs ganze Land erstmal gestoppt worden, weil sich die Inzidenz bayernweit jetzt auf die 100 zubewegt. Und ich darf Ihnen nur versichern, wir wissen, wie schwierig die Situation für Sie ist und wir werden alles tun, so schnell wie möglich Öffnungen hinzubekommen. Auf Allgäu-Ebene haben wir uns darauf verständigt, dass wir uns für einen Modellversuch bewerben wollen. Dort soll mit einer App das Thema der Kontaktregistrierung erfolgen. Und vielleicht haben wir eine Chance, dass wir hier zeigen, dass man es ganz positiv hinbekommt, wenn man eben sehr diszipliniert ist, wenn man mit einer App arbeitet und mit einem vernünftigen Hygienekonzept unterwegs ist. Also wir lassen da nicht nach und versuchen da auch positive Signale auszusenden. Zum Schluss komme ich noch kurz zu unserer Bücherei. Wir haben jetzt viele, die Medien ausgeliehen haben, aber noch nicht zurückgebracht haben. Da hatten wir auch sehr großzügig gesagt, das muss jetzt erstmal nicht sein. Bitte diese Medien bis spätestens nächsten Dienstag zurückbringen. Am Montag kann man es abgeben, in den Boxen einwerfen an den beiden Büchereistandorten oder am Dienstag selbst hingehen und verlängern lassen oder zurückgeben, weil ansonsten gehen ab Mittwoch Mahnschreiben raus und das wollen wir ja nicht, dass das auf diese Art und Weise dann weitergeführt wird. Ich wünsche Ihnen jetzt von Herzen ein schönes Wochenende, alles Gute, bis zum nächsten Mal.